Strenge Sicherheitsvorkehrungen im japanischen Hiroshima. Denn hier findet ab Freitag der G7-Gipfel statt. Auf dem Programm steht auch ein Besuch des dortigen Friedensmuseums, das an den ersten Atombombenangriff der Geschichte im Jahr 1945 auf die Stadt erinnert. Dominierende Themen des Gipfels sind Russland und China. Die Ölkrise und der Zusammenbruch des Systems fester Wechselkurse haben 1975 die Staats- und Regierungschefs von 6 führenden Wirtschaftsmächten am Kamin von Schloss Rambouillet bei Paris zusammengebracht. Es war die Geburtsstunde der Gruppe der großen Industrienationen, der damals die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien angehörten. Ein Jahr später kam Kanada dazu. Die G7 waren geboren. Zwischenzeitlich war auch Russland Mitglied. Nach der Annexion der Krim 2014 wurde Russland jedoch wieder ausgeschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz und die anderen Spitzenvertreter der Gruppe großer Industriestaaten wollen in Japan nach Wegen suchen, den Sanktionsdruck auf Moskau wegen des Ukraine-Krieges weiter zu erhöhen. Im Vorfeld wurde diskutiert, wie die Umgehung von Sanktionen verhindert werden kann. Aus Berlin heißt es, Thema sei auch, wie Russland für Kriegsschäden und Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden könne. Die Position zur China-Frage dürfte ein schwieriger Balanceakt werden. Angesichts wachsender militärischer Rivalität haben die USA wirtschaftlich einen aggressiven Kurs gegenüber China eingeschlagen. Für viele europäische Staaten sind die engen Wirtschaftsverflechtungen mit dem Reich der Mitte allerdings sehr wichtig. Bei China dreht sich angesichts der Spannungen im Taiwan-Konflikt alles um die Frage, wie sich die G7-Mitglieder unabhängiger von der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt machen können. Von der G7-Gruppe in Japan wird auch eine gemeinsame Erklärung zu nuklearer Abrüstung erwartet. Allzu ambitioniert dürfte das Dokument allerdings nicht ausfallen, nachdem die G7-Außenminister in der Frage jüngst schon auf das schwierige Sicherheitsumfeld verwiesen haben.